jetzt begrüßen wir eine im wahrsten Sinne des Wortes viel beschäftigte junge Dame. Von Montags bis Freitags sorgt sie für gute Zeiten und demnächst schwingt sie das RTL-Tanzbein in Let's Dance. Da freuen wir uns alle schon drauf. Und hier ist sie aber erst einmal bei uns. Da freuen wir uns noch viel, viel mehr. Hier ist Susan Zinopoulos. Susan, wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Du wirst heute eins lüften. Eins, was du leider aber selber gar nicht kennst. Ja. Deswegen gibt es auch noch eine Pressekonferenz. Und dieses Geheimnis, wir wollen es erstmal den Zuschauern hier und auch zu Hause zeigen, ist ein trauriges Geheimnis. Ein sehr, sehr trauriges Geheimnis, Susan. Ich übergebe jetzt an dich und erkläre die Pressekonferenz für eröffnet. Bitte die anwesende Journalie jetzt um ihre Fragen. Bitte. Ja, guten Tag, Welke vom Proktologenmagazin. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Schämen Sie sich nicht? Nein, also ich finde, klar, es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich finde, man muss auch zu manchen Sachen stehen und ich finde es super. Also. Kai von der Süddeutschen Zeitung, ist es denn das erste Mal, dass Sie sowas gemacht haben oder sind Sie Wiederholungstäter? Also als ich klein war, habe ich das schon mal ausprobiert. Und naja, und jetzt, ja schon, also hin und wieder, ja, öfter. So, ich bin der Achim aus der Mickey-Maus. Ich finde das eine Unverschämtheit. Und ich frage mich eigentlich, oder frage Sie besser gesagt, tun Ihnen die Kinder nicht leid, sagen Sie mal? Naja, also die, die müssen das ja nicht machen. Also, nee. Ich finde, also jeder kann ja selber machen, was er will. Und ich zwinge da niemanden. Und ich freue mich halt, wenn die da sind. Unverschämtheit. Darf ich noch kurz fragen, warum Sie sich gerade ihn als Opfer ausgesucht haben? Ich finde den ganz süß. Ja, eben. Also. Ja, und deshalb, was heißt, ich finde ihn ganz süß? Ja, ich finde ihn ganz süß und der ist ja auch lustig und dann kann man ja auch mal Spaß haben. Ja, also ich sag mal, er hatte nicht so viel Spaß, schätze ich mal. Also. Zoologische Allgemeine. Wie lange hat es denn gedauert? Ja, also es kommt halt immer drauf an, ne? Also, Sie machen das öfter? Nee, jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Hat er sich gewehrt? Nee. Wie sind Sie denn vorgegangen? Beschreiben Sie es einfach mal. Wie haben Sie sich überhaupt Zutritt verschafft? Ja, also ich kenne da nichts. Ich gehe einfach rein und dann, dann haben wir halt uns da getroffen und, Wer hat sich getroffen? Naja, er und ich. War sein Menschenpapa mit dabei? Oder haben Sie den etwa auch? Die ganze Welt trauert. Haben Sie denn das Accessoire, das Sie sich gebastelt haben, bei sich? Nee, also, nee, also das ist schon bei mir zu Hause und nee, das geht ja auch eigentlich jetzt niemanden so großartig was an. Was machen Sie denn damit? Das liegt bei mir im Wohnzimmer. Haben Sie schon Morddrohungen von der Organisation PETA erhalten? Nee, ich habe mich ja auch dann im Nachhinein auch entschuldigt. Ja. Und was hat er darauf gesagt? Entschuldigung angenommen. Ah, verstehe. Also warum glaube ich das er nicht? Er hat dann gebrummt. Mhm.
Worum ging es Ihnen in erster Linie? Um die Farbe Weiß oder um das Plüschige? War es die Niedlichkeit, die Sie aggressiv gemacht hat? Ja, ich finde so kleine, niedliche Tiere eigentlich irgendwie eh so störend. Ja, die Welt wäre ein besserer Ort ohne sie, das hört man oft. Wie sind Sie vorgegangen? Ja, ich hab den einfach, Wen? Den Eisbären. Ja, aber wie heißt der denn? Und ist Ihr Leben jetzt dadurch leichter geworden? Haben Sie jetzt mehr Platz für Ihre Sachen? Was bringen Sie denn darin alles unter? Ja, also in der Tasche. In der Tasche. Ja, ja, das können wir einfach mal. In der Tasche. Nehmen wir das jetzt. Die ich aus Blut. Ja. Ja, es tut mir auch leid. Du hast es rausgefunden, du hast natürlich keine Tasche aus Knut gemacht. Nein, das würde doch niemals nehmen. Oh, nein, das ist rausgefunden. So sind sie noch oben los, meine Damen und Herren. Bis dahin. Wunderschöne Produkte warten auf Sie und Sie bleiben einfach sitzen gewesen.